أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد warum begeht der Beginnt der Mensch Sünden? Warum begehen wir Sünden? Wir sind uns bewusst, dass es ein Jenseits gibt. Wir sind Muslime. Wir sind uns im Klaren, dass Paradies vorhanden ist, dass das Höllenfeuer wahr ist. Aber warum begehen wir Sünden, wenn das doch alles wahr ist und wir das alles bestätigen mit unserem Herzen und mit unserer Zunge? Hierzu kann man viele Gründe nennen. Eines dieser Gründe ist, dass wir es zwar wissen, aber dass das Bewusstsein über diese Dinge, über das Jenseits, über Allah, nicht stark genug ist. Das Bewusstsein über das Höllenfeuer und die Furcht davor könnte noch stärker sein. Der Wunsch ins Paradies zu gelangen, der Drang dort zu sein, könnte noch stärker sein. Diese beiden Zustände, nämlich die Furcht vor dem Höllenfeuer, die Furcht davor, den Zorn Allahs nach sich zu ziehen, würde dazu führen, dass man sich vor den Sünden eher hütet. Der Wunsch ins Paradies zu gelangen und der Drang danach, wenn der Stärke ausgeprägt wäre, würde der Mensch eher dazu geneigt sein, die guten Taten zu verrichten. Ein weiterer Grund, weshalb der Mensch sündigt oder die guten Taten hinausschiebt, liegt darin, dass der Mensch das Jenseits, das Paradies und die Hölle, ja sogar seinen eigenen Tod als sehr weit entfernt betrachtet. Es ist sehr weit weg. Wir haben eine lange Lebenserwartung. Wann werden wir sterben? Darüber denkt man vielleicht gar nicht mal. Das heißt, dadurch, dass es sehr weit weg erscheint, denkt der mensch ich habe ja noch zeit ich kann es ja morgen machen aber gibt es einen morgen ist vielleicht heute der letzte tag den wir erleben der mensch möchte im hier und jetzt belohnt werden er möchte jetzt hier sein und möchte sich je nachdem wie nah er zu allah ist mit diesen dingen später beschäftigen Vielleicht hat er etwas Besseres zu tun gerade im diesseits. Dabei gibt der Prophet sallallahu wa sallam, uns folgendes Verständnis. Das Paradies liegt jedem von euch näher als seine eigenen Schuhsohlen. Und das Höllenfeuer genauso. Es ist sehr nah. Es klebt regelrecht an unseren Füßen, genau wie unsere. Wenn man heutzutage die Menschen, Muslime, die an Allah und seinen Gesandten glauben, wenn man ihnen sagen würde, lest den Koran, ihr bekommt, nachdem ihr diesen Koran gelesen habt, allesamt 10.000 Euro in die Hand gedrückt. Was meint ihr, was passieren würde? Viele Muslime würden das erste Mal den Koran in die Hand nehmen und den Koran lesen. Wenn man aber sagen würde: lest den Koran, Allah wird euch dafür belohnen, dann würden weniger Menschen den Koran in die Hand nehmen und ihn lesen. Woran liegt das? Es liegt in der Natur des Menschen. Der Mensch möchte sofort seinen Lohn sehen. Er möchte sofort 10.000 Euro sehen. Er möchte sofort den Lohn für seine Taten sehen. So ist der Mensch erschaffen. Das ist die eine Seite. Die, der zweite Punkt ist, dass er ein falsches Verständnis von dem Satz lest den Quran, Allah wird dich dafür belohnen hat. Denn oftmals haben wir das Verständnis, dass mit der Belohnung nur das Jenseits gemeint wäre. Dass die Belohnung sich nicht auf das Diesseits beziehen würde. Und deshalb denkt der Mensch, die Belohnung wird erst sehr später mich treffen. Aber die 10.000 Euro sieht er nicht so. Es ist eigentlich eine Imanschwäche und ein Verständnisschwäche. Das erste ist, er glaubt an das, was er sieht, nämlich die 10.000 Euro. Dabei sind wir Muslime, wir glauben an das Verborgene. Und unser Verständnis muss sich verändern, dass der Lohn und die Bestrafung auch im Diesseits erfolgen kann. Dies würde uns dazu führen, die guten Taten zu verrichten und die schlechten Taten zu vermeiden. Dieses Verständnis, weil der Mensch nun mal in Eile erschaffen wurde. Allah sagt im Koran, Der Mensch wurde in Eile erschaffen. In ihm, in seiner Natur ist die Eile. Er möchte sofort Konsequenzen sehen. Er möchte sofort die Konsequenzen für seine Tat sehen. Deswegen sagt man ja, mein Bruder, hab Sabr. Sei Standard auf dem Weg Allahs. Vielleicht wirst du in dieser Welt nicht viel Schönes aus dem Auge des, aus der Perspektive des Diesseits sehen. Aber du wirst definitiv etwas sehen, nämlich das Paradies, wenn du daran Iman hast. Und es kommt ihn sehr weit weg. Und diese Natur des Menschen, nämlich, dass er alles spät sieht, oder besser gesagt, dass er seinen Lohn erst spät oder seine Bestrafung erst sehr spät sieht, Handelt er auch sehr spät oder handelt es gar nicht? Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam kam mit dem Koran. Allah und sein Gesandter haben die Menschen zum Paradies gerufen, vor der Hölle gewarnt. Und was war die Aussage der Götzenlinie damals? Sie sagten zu dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, wo ist denn die Strafe? Bringen Sie doch. Wir möchten erst die Strafe sehen. Andere sagten, wir werden erst glauben, wenn wir Allah selber sehen. Dabei die Strafe sieht man auch schon hier, im Diesseits. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Mensch ist in seiner Natur nach aus Eile erschaffen. Ich werde euch schon meine Zeichen zeigen, so wünscht nicht von mir, sie zu beschleunigen. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Wie ein kleines Kind, eilig. Und deshalb handeln sie nicht. Wenn diejenigen, die ungläubig sind, es nur wüssten, wenn sie ein Bewusstsein dazu hätten, wenn sie es mit eigenen Augen sehen würden, wie es ist, wenn sie das Höllenfeuer weder von ihren Gesichtern noch von ihren Rücken zurückhalten können, und ihnen auch keine Hilfe zuteil wird, ja dann würden sie handeln. Wenn sie ein starkes Bewusstsein hätten. Wenn sie Haqq al hätten. Wenn sie die absolute Gewissheit hätten. Der Prophet sallallahu alayhi wasallam und darauf werden wir heute eingehen, hat uns mitgeteilt, dass die Sünden eine Konsequenz haben. Schon im Diesseits. Die Sünden haben viele Konsequenzen. Und zwar einmal für die Personen einzeln, für mich und für euch, für dich. Eine Sünde kann im Diesseits bestraft werden, aber auch im Jenseits bestraft werden. Eine Sünde kann auch eine ganze Gesellschaft im Kollektiv bestrafen. Wir werden aber heute nur die konsequenzen besprechen die der einzelne im diesseits zu spüren hat oder zu spüren wird das ist das thema heute welche konsequenzen hat die einzelperson du und ich losgelöst von anderen wenn wir sündigen und wenn wir nicht reue zeigen und ständig sündigen guckt euch mal das verständnis der Rechtschaffenen Vorfahren der Salafus Salihin an. Einer von ihnen sagte: Bei Allah, wenn ich sündige, dann sehe ich die Konsequenzen meines Verhaltens in dem Verhalten meiner Frau und dem Verhalten meines Reittieres mir gegenüber. Das ist ein Mann des Tawhid. Er verknüpft alles mit Allah. Niemand kann handeln. Niemand kann schaden. Niemand kann dir Gutes tun. Außer Allah lässt das zu. Er spricht sich selbst an. Er sieht die Schuld bei sich selbst. Und das ist die Eigenschaft der Rechtschaffenen. Bei Allah, wenn ich sündige, dann sehe ich die Konsequenzen meines Handelns. In dem Verhalten meiner Frau, ja sogar bei meinem Reittier. Wenn bei uns mal der Wagen stehen bleibt, der Motor kaputt geht, denken wir an unsere eigenen Sünden? Denken wir daran? Oder denken wir, das wäre losgelöst von Allah und Allah hätte damit nichts zu tun? Unsere Sünden hätten damit nichts zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir werden sie ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe kosten lassen, auf das sie umkehren mögen. Wir werden, also die Menschen, ganz gewiss etwas von der diesseitigen Strafe vor der größeren Strafe im Jenseits kosten lassen. Warum? Auf dass sie umkehren mögen. Allahs Strafe gegen, wegen den Sünden ist also auch eine Barmherzigkeit. Denn anstatt dass du die große Strafe im Jenseits erhältst, möchte Allah, dass wir umkehren. Und deswegen gibt es die Strafe auch schon im diesseits. Was ein Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist, das sollte uns ein Bewusstsein geben, wie achtsam wir sein sollen, wenn es um die Sünden geht. Dass die Konsequenzen nicht erst nach dem Tod erfolgen, sondern vielleicht sogar schon morgen. Ja, manchmal sehen wir eine Konsequenz gleich in der nächsten Tat. Gleich fünf Sekunden später. Und du weißt sofort, das war deshalb. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, warum sollte Allah euch strafen, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Allah ist dankbar und allwissend. Und Allah ist selber als Shakur. Wenn wir gute Taten verrichten, dann möchte Allah auch schon im Diesseits belohnen. Sahaba wussten das. Die Gefährten des Propheten وسلم, wussten das. Sie hatten Sorge, wenn ihnen etwas Schönes widerfährt, dass das schon ein Ausgleich wäre und dass sie nicht mehr für diese schönen Taten im Jenseits belohnt werden. Sie wussten, dass die Taten auch im Diesseits belohnt werden und bestraft werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und was immer euch an Unglück trifft, alles, was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben. Und er verzeiht vieles. Wenn wir für jede Sünde ja, für jede kleine und große Sünde bestraft werden. Das Leben wäre für uns nicht mehr lebbar. Aber jede Katastrophe, jedes Unglück, was uns trifft, jede Krankheit, jeder Schmerz, solange man Muchelev ist, solange man verantwortlich ist für seine Taten, ist aufgrund der Taten, die wir verrichtet haben. Dieses Verständnis müssen wir haben. Dann werden wir achtsamer. Dann werden wir unser Leben analysieren, warum einige Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Zieht euch zur Rechenschaft, bevor ihr zur Rechenschaft gezogen werdet, sagte Omar radiallahu an. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Niemals wird der Muslim Anstrengung, Krankheit, Trübsal, Kummer, Übel oder Schaden erleiden, sogar wenn ihn nur ein Dorn sticht, ohne dass Allah ihm dies als Sühne für seine Sünden zurechnet. Und Aisha, anha, die Mutter der Gläubigen, die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Sünden des Dieners so viele sind, und er keine Tat hat, keine Taten hat, die zu der Vergebung dieser Sünden führen, dann stürzt Allah seinen Diener in Trauer, um seine Sünden zu verzeihen. Allah stürzt seinen Diener in Trauer, weil er keine Tat hat, mit der er seine schlechten Taten ausgleicht. Und es gibt Taten, die im Koran offen erwähnt werden, in der Sunnah offen erwähnt werden, womit wir von der Strafe bewahrt werden. Und diese Tat ist sogar relativ einfach. Es hat aber etwas mit der Zunge und dem Herzen zu tun. Und er verzeiht vieles, sagt Allah nämlich. Wann verzeiht Allah vieles? Allah sagt, und was immer euch an Unglück trifft, er ist, es ist für das, was eure Hände erworben haben, und er verzeiht vieles. Aber wann verzeiht Allah? Wann hebt Allah die Strafe auf? Allah sagt im Koran, Allah würde sie niemals bestrafen, solange sie um Vergebung bitten. Allahu Akbar. Ist Vergebung, das Bitten um Vergebung eine alltägliche Routine in unserem Leben, wo unser Herz dabei ist? Wir sündigen vielleicht mal bewusst, mal unbewusst öfters am Tag. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich bitte meinen Herrn 70 Mal am Tag um Vergebung. Und das ist ein sündenloser Prophet. Damit er einer Anzahl von Menschen, nämlich seiner Umma, die sündigen wird, beibringt, ihr sollt es erst recht tun. Allah wird euch nicht bestrafen, wenn ihr um Vergebung bittet. Jetzt könnte man sagen: Ja, aber was ist denn mit Kindern beispielsweise? Die werden ja auch Schmerzen erleiden. Die haben ja auch bestimmte Dinge. Die Gelehrten sagen dazu, bei den Kindern ist das Schmerzerfahren ein Grund für Belohnung. Sie werden für diese Schmerzen belohnt, also gar nicht erst bestraft. Sie werden mit den Schmerzen jaumukiyama vor Allah stehen und Allah wird ihnen sagen sinngemäß: Du hattest diese Schmerzen und dafür werde ich dich belohnen. Jetzt könnte man sagen auch: Was ist denn mit den Propheten? Die haben ja auch sehr viel durchlebt. Ja, aber das war keine Strafe. Denn sie hatten keine Sünden, sondern das war eine Prüfung, damit sie für uns zu Vorbildern werden und damit sie um Ränge aufsteigen. Denn es gibt manchmal, haben Menschen Ränge, sie werden mit den Taten niemals diesen Rang erreichen. Niemals. Es wird berichtet, in der Zeit von Musa a.s., dass ein Mann, der wenig Taten verrichtet hat, bei Allah so eine Dua gemacht hat, dass er die höchste Stellung im Paradies haben möchte, dass er viel Lohn haben möchte und kurze Zeit später hat ihn ein Löwe regelrecht zerfetzt. Die Menschen fragen, wie kann das sein? Und Allah offenbarte dann zu Musa a.s., er wollte so etwas von mir, seine Taten würden niemals ausreichen dafür, er könnte so viel wirken. Es musste eine Prüfung kommen, damit er diese erlebt und damit er so seinen Drang er erhält. Aber es ist keine Strafe gewesen. Das heißt, wann ist, eine, wann ist eine Sache eine Prüfung, wann ist eine Sache eine Strafe, ist nicht unser Thema. Es ist ein eigenständiges Thema. Wir sprechen heute hier über Strafe. Und in einer Zeit, meine lieben Brüder, wo in der Umma und auch in unserem Leben vielleicht, wo wir so viele Sünden begehen und wo die Rechtschaffenheit so verschwunden ist, wo die Anzahl der Menschen, die Rechtschaffen sind, sich stark vermindert hat, sollten wir die Gründe für unsere Situation, sowohl die persönliche als auch die gesellschaftliche als Umma, in unseren Sünden sehen. Kommen wir jetzt, Inshallah, zu den Konsequenzen. Also welche Konsequenzen haben die Sünden im Detail? Welche Folgen? Und ich habe hierfür acht Konsequenzen heute vorbereitet, die ich auflisten möchte. Aber die Liste kann man sehr, sehr stark erweitern. Aber ich habe das heute auf acht begrenzt. Was sagen Allah und sein Gesandter bezüglich einiger Konsequenzen, die man durch die, durch die Begehung der Sünden erlebt? Konsequenz Nummer eins. Und allein das reicht schon, sich von den Sünden fernzuhalten. Dieses Bewusstsein, wenn diese Konsequenzen direkt im Diesseits schon erfahren werden. Nämlich, das Herz wird durch die Sünde verschmutzt, und man verliert die Rechtleitung. Ist das nicht schon schlimm genug? Sagen wir nicht jedes Mal im Gebet, ich den Assalat al-Mustaqim, führe uns den geraden Weg, wir möchten rechtgeleitet werden, ja Allah, und die Sünden können dazu führen, dass das Herz schwarz wird, so dass die Rechtleitung von jemandem entzogen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ein Diener eine Sünde begeht, entsteht auf seinem Herz ein Fleck, ein schwarzer Fleck. Falls er diese Sünde unterlässt und Reue zeigt, verschwindet dieser Fleck. Ist dir Verschwindet dieser Fleck. Aber falls er dies nicht tut, falls er nicht um Allah um Vergebung bittet, Dann vermehren sich diese schwarzen Flecken auf seinem Herzen, so dass schließlich das Herz von diesen ganzen schwarzen Flecken regelrecht umhüllt wird, so dass das Herz versiegelt wird. Und Hassan al-Basri, Rahimahullah, sagt: Das bedeutet, dass das Herz aufgrund der Sünden blind wird. Er kann nicht mehr zwischen Haq, zwischen der Wahrheit und Bartel zwischen der Falschheit unterscheiden. Er ist blind geworden. Sein Herz, wo das Licht eigentlich sein sollte, wo das Licht Allahs sein sollte, wird durch diese schwarzen Flecken das, den Weg nicht mehr erkennen. Ist das nicht schon schlimm genug? Ibn al-Qayyim, den ich heute, heute viel zitieren werde, weil er wirklich ein Experte in diesem Gebiet ist und ein schönes Buch hat, schöne Bücher zu diesem Thema hat. Er sagt, das Herz wird durch die Sünden beschmutzt und wenn die Sünden sich vermehren, dann wird das Herz komplett mit Schmutz umhüllt, bis der Punkt kommt, dass das Herz versiegelt wird. Jemand, der also die ganze Zeit Sünden begeht, der sich regelrecht seine eigenen Neigungen zum Gott genommen hat. Über solche sagt Allah, was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat? den Allah trotz seines wissens hat in die irre gehen lassen und dem er das gehör und das herz versiegelt und auf dessen augenlicht eine hülle gelegt hat das ist die strafe wer könnte ihn nach allah recht leiten bedenkt ihr denn nicht eines tages sah imam malik rahimahullah den jungen imam Shafi'i, rahimahullah und die großen menschen sehen mit dem licht allahs sie haben eine basira Sie haben eine Sichtweise auf Dinge, die normale Menschen aufgrund ihrer Sünden vielleicht nicht haben. Und Imam Malik sieht den jungen Imam Shafi. Er sieht bei ihm Anzeichen. Und er sagt zu ihm, ich sehe, wie Allah bei dir ein Licht hinterlassen hat. Lass es nicht zu, dass das Licht durch die Dunkelheit der Sünde erloschen wird. So haben die Menschen die Sünden betrachtet. Sie waren nicht sicher. Sie haben die Konsequenzen der Sünden gesehen. Die Ahlus-Sünder sagen nicht, dass die Sünden einen Menschen zum kafir machen. Aber sie schwächen den Iman. Sie schwächen die Rechtleitung. Der Mensch wird ständig weiter vom Weg abhalten, ab, 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 abgewendet werden. So dass irgendwann Allah bewahre der Punkt sein kann, dass er nicht mehr das Richtige und das Falsche voneinander unterscheiden kann. So dass er sich irgendwann auch mit seinem Herzen für die Falschheit entscheidet und als Kafir stirbt. Konsequenz Nummer zwei der Sünden. Die Menschen verlieren den Respekt vor dem Sünder. Der Sünder verliert seine Ehre und Würde. Vor Allah, vor den Engeln, vor den Gläubigen. Was die Mus nicht mir von ihm halten, ist zweitrangig. Sie sind ja nicht Zeugen über die Menschen. Die Umma ist Zeuge über die Menschheit. Die rechtschaffenen Menschen, ihre Zeugenaussage gilt. Allah sagt: Wen Allah erniedrigt, der hat niemanden, der ihm Ehre erweist. Gewiss, Allah tut, was er will. Und wieder sagt der Gelehrte Ibn al-Qayyim, eines der Strafen der Sünden ist, dass Allah den Respekt aus den Herzen seiner Diener dem, Sünden gegen, dem Sünder gegenüber entzieht, so verliert er bei den Menschen seinen Wert und wird nicht mehr ernst genommen. Jetzt kommt der Part, der sehr wichtig ist. Das heißt, was verliert er? Er verliert bei den Menschen seinen Wert, und er wird nicht mehr ernst genommen. Und er schreibt weiter. Genauso wie der Sünder die Urteile, die Urteile Allahs nicht wertgeschätzt hat und sie nicht ernst genommen hat. Die Strafe richtet sich also nach der Tat. Er hat die Urteile Allahs nicht für wertgeschätzt, nicht ernst genommen und die Menschen haben ihn nicht wertgeschätzt und haben ihn nicht ernst genommen. Und Allah hat so einer Person die Würde und die Ehre entzogen. Es gibt Menschen, die hattest du erstmal würdevoll gesehen, ehrenhaft gesehen, dann haben sie sich in Sünden verleiten lassen und die Menschen haben ihren Respekt vor ihm verloren. Dabei ist Allah es Sattar, derjenige, der bedeckt, aber er hat die Sünden vielleicht offenkundig gemacht oder Allah hat es zugelassen, dass seine Sünde offenkundig wurde, so dass die Menschen diese Sünde mitbekommen haben und er seinen Wert verloren hat und seine Würde. Die Strafe für die Sünden ist, dass man daran gehindert wird, gute Taten zu verrichten oder dass es einem schwerfällt, gute Taten zu verrichten. Warum? Aufgrund der Sünden. Man verliert also den Genuss auch aufgrund der Sünden an der Ibadah, an dem Gottesdienst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah vergleicht das mit einem Menschen, der morgens viel gegessen hat. Das ist sinnbildlich für die Sünde. Dabei gibt es am Mittag und am Abend richtig schönes Essen. Aber dadurch, dass er am Morgen so viel gegessen hat, ein Gleichnis für die Sünde, also viel gesündigt hat, hat er gar nicht mehr die Lust, den Wunsch danach, das Essen am Mittag oder am Abend zu verzehren. Das heißt, der Sünde hat auch keinen Wunsch mehr und keinen Bedarf mehr danach, gute Taten zu verrichten. Er ist satt geworden durch die Sünde. Abdullah ibn Mas'ud, der Prophetengefährte von, von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Menschen kamen zu ihm und sagten: Wir können zum Nachtgebet nicht aufstehen. Er antwortete: Eure Sünden hindern euch daran. Ist das keine Strafe schon im Diesseits? Wenn uns eine Sache nicht leicht vorkommt, sollten wir nicht istighfar machen? Sollten wir nicht Allah um Vergebung bitten? Sollten wir nicht uns klein machen vor Allah? Sollten wir nicht unser Leben analysieren? Uns zur Rechenschaft ziehen? Wo mache ich Fehler? Sollten wir nicht Allah darum bitten, dass er unsere Fehler korrigiert? Konsequenz Nummer vier. Die Sünden führen zu weiteren Sünden. Konsequenz Nummer drei war, er wird an guten Taten gehindert. Konsequenz Nummer vier ist jetzt, er, die Sünde führt zu weiteren Sünden. Und die Sünde wird dadurch zur Gewohnheit. Einer von den Salafus Salihin sagte, eines der Strafen der Sünde ist, dass daraufhin eine weitere Sünde folgt. Wenn man eine Sünde macht, kommt die andere Sünde zu einem und flüstert durch einen scheitan Führe mich auch aus. Du hast ja diese Sünde schon gemacht. Führe mich auch aus. Einmal ist keinmal. Das heißt, wenn du einmal die Tür der Sünde geöffnet hast und nicht torbe gemacht hast, dann geht man leichter rein. Die Tür ist ja schon geöffnet. Dabei hätte die Tür zugeschlossen werden sollen. Denn wer einmal durch eine Tür gegangen ist, geht auch wieder raus und vielleicht wieder rein. Du musst die Tür schließen. Wie schließt du die Tür? Indem du Allah um Vergebung bittest. Ja Allah, ich werde diese Tür nie wieder begehen. Vergebe mir ja Allah. Dazu so macht man eine aufrichtige Taube. Er beginnt dann nämlich, der Sünder beginnt dann nämlich die Sünde so sehr zu lieben, dass er ohne sie nicht kann. So sehr ist sie zu einer Gewohnheit geworden. Und das Schöne ist aber, dass sich das, dass viele Dinge, die ich nenne, auch das Gegenteil auch der Fall ist, nämlich mit den guten Taten. Auch die guten Taten ziehen andere guten Taten nach, gute Taten nach sich. Aber das ist inshallah das Thema von nächster Woche, nämlich wo wir sprechen werden, darüber sprechen werden. Die schönen Konsequenzen der guten Taten im Diesseits. Die gibt es ja auch. Und das werden wir nächste Woche besprechen, inshallah. Wir wollten acht Konsequenzen besprechen. Jetzt sind wir gerade bei Konsequenz Nummer fünf. Die Sünden führen dazu, dass die Gaben und Wohltaten, die Allah einem gewährt hat, entzogen werden. Du hast Gaben bekommen. Du hast schöne Dinge von Allah bekommen. Gesundheit vielleicht. Reichtum vielleicht. Du hättest dankbar sein sollen. Du hättest diese Dinge auf dem Wege Allahs nutzen sollen, um gute Taten zu verrichten. Aber hast du vielleicht nicht gemacht. Und hat die Person nicht gemacht. Und als Strafe entzieht Allah diese Gabe vielleicht. Verändert den Zustand eines Menschen. Allah sagt im Koran, dies weil Allah niemals eine Wohltat, die er einem Volk erwiesen hat, ändert, also entreißt, entzieht, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist und weil Allah allhörend und allwissend ist. Sie haben sich verändert, ihr Herz hat sich verdorben, ihre Taten haben sich verdorben und Allah ändert ihre Lage. Entreißt, entnimmt von ihnen seine Wohltaten, die er ihnen gewährt hat. Weil die Sünde ein Ausdruck der Undankbarkeit ist. Jede Sünde ist ein Zeichen dafür, dass man das Diesseits dem Jenseits vorgezogen hat. Konsequenz Nummer 6: Die Bittgebete werden nicht angenommen, werden nicht erhört. Wir möchten ja alle, dass Allah unsere Bittgebete akzeptiert, dass wir sie erhört bekommen. Der Prophet sallallahu wasallam, berichtet uns von einem Mann in einer Wüste mit ungekämmtem Haar, der Ja Allah, Ja Allah gerufen hat. Aber seine Kleidung war von Verbotenem erworben. Seine Speise war von Verbotenem. Sein Getränk war von Verbotenem. Und der Prophet sallallahu wasallam, sagt, wie soll er denn erhört werden? Diese Sünden sind eine Barrikade, ein Hindernis für die Akzeptanz der Dua. Deswegen gehört es zum guten Benehmen, wenn man Dua macht, dass man erstmal tauber macht, dass man erstmal Allah um Vergebung bittet und dann Allah bittet. Denn dadurch reinigst du erstmal die Beziehung, die du zwischen, reinigst du die Beziehung zwischen dir und Allah. Eine komplette Reinigung. Der Prophet sallallahu wasallam, hat Bittgebete beigebracht. Lernen wir sie? Bittgebete im Sujud. O oh Allah, vergebe meine Sünden, vergebe alle meine Sünden, heißt es in diesem, in diesem Hadith, in diesem Dua. Die Kleinen und die Großen. Die Offenkundigen und die Geheimen. Die Ersten und die Letzten. Vergebe sie mir alle. Wenn Allah diese eine Dua akzeptiert, hast du gewonnen. Machen wir sie? Oder sind unsere Gedanken woanders? Wie sehr haben wir den Wunsch, dass Allah uns vergibt? Jemand, der ständig Allah um Vergebung bittet, sieht sich selbst schlecht und Allah gut. Und das ist auch schon eine gute Sache. Konsequenz Nummer sieben. Und diese Konsequenz ist gewaltig. Konsequenzen 7 und 8 sind gewaltig. Konsequenz 8 ist eigentlich der Höhepunkt. Möge Allah uns davor bewahren. Konsequenz 7, meine lieben Brüder, ist ein Leben in Drangsal, ständige Angst für diejenigen, die den Weg Folgen, der nicht Islam ist. Also ständige Angst, ständige Furcht, ständige Besorgnis wird demjenigen versprochen, der einen anderen Weg als den Weg des Islams einschlägt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das klipp und klar im Koran, offenkundig. Wer sich jedoch abkehrt von meiner Ermahnung, dem wird ein Leben in Drangsal sein. Und am Tage der Auferstehung werden wir ihn blind auferwecken. Also hieran sieht man, die Drangsal bezieht sich auf das Diesseits, wie der Prophetengefährte Ibn Abbas radiallahu anhu erwähnt. Ein, eine Drangsal schon im Diesseits. Er kümmert sich nicht um Halal und Haram. Er Achtet nicht darauf, was Allah von ihm will. Er hat sich komplett von der Ermahnung abgewendet, ob jetzt Zinsen genommen werden, ob er jetzt Sina macht. Das interessiert ihn nicht. Solche Menschen haben oftmals auch einen, ein falsches Verständnis von der Religion im Allgemeinen. Warum hat derjenige, der sich von Allahs Ermahnung abwendet, überhaupt ständige Besorgnis, ständige Sorgen eigentlich? Ständige Drangsal. Hiermit ist nicht unbedingt gemeint, meine lieben Brüder, dass er jetzt weniger Geld hätte. Weil wir, wir könnten jetzt sagen, wieso die Nichtmuslime sind doch in Reichtum zurzeit. Die muslimischen Länder sind es, die verarmt sind, wo zwar viel Geld vorhanden ist, wenn wir das Öl betrachten. Aber das Volk relativ arm ist im Gegensatz zum Westen. Das heißt also, diese Drangsal ist keine Drangsal, die auf materielle Sicht sich bezieht. Sondern es ist eine Drangsal, die auf emotionaler Ebene ist. Psychologischer Ebene. Ein bedrückendes Leben im Herzen. Der Muslim hat ein gutes Verständnis. Jemand, der die Dunja nicht liebt, der sein Augenmerk auf das Jenseits legt, der wird mit dem wenigen, was er hat, zufrieden sein, oder? Und er wird nicht mit diesem Geld Haram begehen. Und Allah verspricht den Gläubigen, dass er dieses Geld segnet. Auch die Zeit segnet. Risk ist vorgeschrieben. Also die, die Versorgung. Auch die Lebensspanne, die wir haben, ist vorgegeben, ist äh, fest. Sie wird also nicht verändert. Aber was verändert werden kann, ist die Baraka da drin. Jemand kann viel Geld haben, aber seine Sorge ist, dieses Geld zu verlieren. Er kann gerade glücklich sein, aber er hat so viel Sorge. Dass er seine Freude verliert. Ja, vielleicht hat er jetzt Geld, ist vielleicht in einem schlechten Umfeld. Vielleicht werden die Leute ihn vielleicht sogar erschießen. Vielleicht hat er es gestohlen. Also er hat ständige Sorge, ständige Angst. Aber der Gläubige gesagt: Das, was ich habe, ist mir vorgeschrieben. Ich habe dafür gearbeitet. Ja, Allah segne das. Ja, Allah segne das. Wie kann man sich das sonst erklären, meine lieben Brüder? Wenn wir uns das Leben des Sahaba anschauen, der hat das gemacht, dies gemacht. Wir denken, haben wir 300, 400 Jahre gelebt? Nein, sie haben auch 50, 60, 70, 20, 30 Jahre gelebt. Imam Nawawi rahimahullah. Es war 30, 40 Jahre, als er gestorben ist. Guckt euch mal an, wie viele Werke er geschrieben hat. Von denen, von denen die Umma immer noch profitiert. Baraka. Die Bücher, die er geschrieben hat. Allah hat die Zeit unter seiner Kontrolle. Die Zeit wird nicht länger oder mehr, aber sie hat Baraka. Das Geld, was er bekommt, der Gläubige, auf dem Wege Allahs, ohne Haram zu begehen, hat Baraka. Aber die Menschen haben ständig Angst. Was passiert morgen? Deswegen, es war glaube ich eine Aussage von Khalid bin Walid radiallahu anhu, er sagte, wenn die Könige dies, diesseits wüssten, welche innere Ruhe der Islam uns gibt, die Könige dies, diesseits würden uns dafür bekämpfen, um, es das, um uns das wegzunehmen. Wahrlich nur im Gedenken an Allah sind die Herzen ruhig finden Sie, finden Sie Herzenruhe. Sie sind nicht ruhig. Also sie wissen nicht mal, was nach dem Jenseits passiert. Ein Todesfall in der Familie und Sie sind schockiert. Weil Sie den Tod ignoriert haben. Werden völlig von der Bahn geworfen. Der Gläubige kommt auch damit zurecht. Der Prophet sallallahu alaihi wa verliert sein Kind Ibrahim. Er sagt, O Ibrahim, wir sind traurig, wir sind betrübt, aber wir werden nichts sagen. Wir werden nur das sagen, was unseren Herrn zufriedenstellt. Das ist die Eigenschaft eines Gläubigen. Ihn kann nichts aus der Bahn werfen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, erklärt das in einem Hadith, eines meiner Lieblingsüberlieferungen. Wessen Sorge das diesseits ist, dessen Angelegenheit bringt Allah auseinander, außer Kontrolle. Und er hat die Armut ständig vor Augen. Und trotzdem bekommt er vom Diesseits nur das, was, was ihm von Allah vorbestimmt ist. Wer aber das Jenseits beabsichtigt, dessen Angelegenheiten bringt Allah in Ordnung, Allah setzt ihm das Gefühl der Unbedürftigkeit ins Herz und die irdischen Güter kommen für sie zu ihm. Wir möchten glücklich sein, oder? In der Materie wirst du nicht glücklich. Alles außer Allah ist erschaffen. Alles außer Allah ist ein Geschöpf. Emotionen, Glückseligkeit, das Gefühl der Unbedürftigkeit ist auch ein Geschöpf Allahs und eine Gabe Allahs, die er dir gibt. Genauso wie Trauer und Kummer. Wir hatten ja gesagt, dass auch die Sünden dazu führen, dass Allah jemanden Kummer aussetzt. Erinnert euch an, den, an, der, an die Überlieferung von Aisha radiallahu anha. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam teilt uns mit, sag nicht hätte, hätte. Wäre doch das passiert, wäre doch, hätte ich doch dies und das gemacht. Er sagt, solltet ihr etwas zustoßen, dann sage er nicht hätte. Hätte ich nur dies und das getan. Aber du sollst sagen, Allah hat es bestimmt und sein Wille geschieht, dann hätte öffnet dem Satan nur die Tür. Merkt ihr, dass ein gottesfürchtiges Leben den Menschen Ruhe gibt. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, und er, und er spricht hier, dieser, dieser Vers geht um das Schicksal. Wir glauben ja an das Schicksal. Das ist eines der Säulen des Imams. Allah sagt sinngemäß, lasst euch gesagt sein, dass alles, was geschieht, von Allah vorherbestimmt ist, damit ihr euch nicht wegen dessen, was euch an Glücksgütern entgangen ist, nicht unnötig Kummer macht. Und damit ihr euch über das, was er euch gegeben hat, nicht zu sehr freut, indem ihr es als euren wohlverdienten und unveräußerlichen Besitz betrachtet. Allah liebt keinen, der eingebildet und prahlerisch ist. Freut euch nicht zu sehr, Allah hat euch das bestimmt. Und wenn euch ein Kummer trifft, seid auch nicht zu sehr traurig. Es ist so bestimmt worden von Allah. Die Schreibfedern wurden weggelegt, sagt der Gesandte Allah Und die Tinte ist getrocknet. Aber wirkt, o oh ihr Gläubigen, ihr müsst nicht Haram begehen. Haram wird nur unser Verderben sein. Kommen wir zum letzten Punkt, Konsequenz Nummer 8. Und das ist die schlimmste aller Konsequenzen. Nämlich der Mensch, der sich an die Sünde gewöhnt hat, der Mensch, der die Sünden nicht bereut hat, der unachtsam gelebt hat, in dem Moment, wo er standhaft sein müsste, in dem Moment, wo er auf die Hilfe Allahs angewiesen wäre, wird er alleine gelassen. Im Moment des Todes. Im Moment des Todes ist der Körper schwach. Im Moment des Todes hat der Körper Schmerzen. Die Seele ist kurz davor, sich vom Körper zu entfernen. Schmerzhaft. Schmerzhaft. Der Tod ist eine schwierige Sache. Eine schwere Angelegenheit. Und in diesem Zustand hat der Feind des Menschen, nämlich Shaitan, der Satan, er sieht diese, diesen Moment als große Chance, als letzte Chance, den Menschen in seiner schwächsten Phase vom Weg abzubringen. Das ist die schwächste Phase des Menschen und die stärkste Phase des Satans. Der Moment des Todes. Der Mensch wird so sterben, wie er gelebt hat. Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bei Allah, im letzten Sitzen des Gebets, Zuflucht gesucht vor der Fitna des Lebens und der Fitna des Sterbens, der Versuchung. Und hiermit ist auch gemeint, vor der Fitna während des Todes. Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, Zuflucht bei Allah gesucht, dass er diese Prüfung meistert. Und hat es so seiner Oma beigebracht. Ibn al Rahimahullah, sagt, der Diener, oder besser gesagt, der Geschöpf Allahs, das Geschöpf Allahs, als er noch bei Kraft war, gesund war, derjenige hat sich doch zu Lebzeiten in diesem Zustand vom Scheitan in die Irre führen lassen, indem er ihn immer wieder in die Sünde verleiten ließ. Und er fragt eine Frage, eine berechtigte Frage. Wenn der Shaitan schon so viel Kontrolle über ihn hatte, während er kräftig war, keine Schmerzen hatte wie im Moment des Todes, keine anderen Sachen im Kopf, was wird der Shaitan dann nicht mit ihm im Moment des Todes anstellen können, wo er am stärksten ist und das Geschöpf Allahs am schwächsten ist? Und er berichtet, der Gelehrte berichtet jetzt von Zuständen, die er erlebt hat, von denen er gehört hat. Die Menschen sind im Sterben und es wird berichtet von ihnen. Der eine, zu dem einen sagt man La ilaha illallah. Das ist auch, dass man den Menschen dieses La ilaha illallah immer wiederholt, der kurz vorm Sterben liegt, damit er diese Worte wiederholt. Und der eine Mann wird überliefert, sagte. Was bringt mir das, wenn ich das sage? Ich habe doch die Sünden nicht unterlassen. Seht ihr das? Dieses schlechte Denken über Allah. Dabei sagt der Gesandte Allah, sallallahu wasallam, die Reue des Dieners wird angenommen bis zum letzten Atemzug. Solange er noch nicht den Todesengel gesehen hat, solange er noch nicht... In diesem Zustand ist, solange noch nicht der Steuer des Jenseits hochgezogen wurde, hat der Diener noch die Möglichkeit, Reue zu zeigen. Aber Allah lässt es nicht zu bei, diesen, bei einigen Menschen. Und Allah weiß, warum er das macht. Und er ist der Weise. Ein anderer sagte, als man ihn zu La ilaha aufrief: Ich kann es nicht sagen, ich habe ja nicht mal, nicht mal ein, ich habe ja nicht mal ein einziges Gebet verrichtet. Die Sünden hindern ihn daran, diese Worte zu sagen. Prophet sallallahu alaihi sagt, wessen letzten Worte la ilaha illallah sind, wird ins Paradies eintreten. Ein anderer sagte, wann immer ich das sagen wird, will, wird meine Zunge gelähmt. Das berichtet uns der Gelehrte. Ein anderer, der die ganze Zeit auf dem Marktplatz war, dessen Herz mit dem Markt verbunden war. Er rief beispielsweise, wer möchte meine Ware kaufen? Wer möchte meine Ware kaufen im Moment des Todes? Eine andere Person hat ihr Lieblingslied gesungen, als man sie dazu auf, aufrief, La ilaha zu sagen, weil das in dem Herz war. Das war ihre Sorge im Diesseits. Und guckt euch mal diese schwerwiegende Konsequenz im Diesseits an. Das Herz war da mit solchen Sachen beschäftigt. Das Herz ist in Sünden ertrunken. Und der Schlimmste aller Zustände ist, dass man einem Mann sagt, sag La ilaha illallah. Das heißt, man geht davon aus, dass er Muslim ist, vielleicht sogar. Und die Person sagt, wir müssen davon ausgehen, dass Ibn kein von Muslimen berichtet. Und er sagt, ich leugne diese Worte, die du mir sagst. Allahu. Möge Allah uns bewahren. Aber Allah verspricht jenen Menschen, die ihm diesseits nach La ilaha illallah leben. Er verspricht im Koran Folgendes. Nämlich, dass er die Menschen schützen wird, die sich von den großen Sünden fernhalten, die ständig Allah um Vergebung bitten, deren Leben auf La ilaha illallah basierte. Allah sagt über diesen, über diese Menschen, dass er sie im Moment des Todes schützen wird. Allah sagt, Allah sagt, Allah stärkt die Gläubigen mit dem festgegründeten Wort in diesem Leben wie im künftigen. Und Allah lässt die Frevler irregehen. Und Allah tut, was er will. Keiner kann ihm da widersprechen. Fassen wir zusammen, meine lieben Brüder. Welche Konsequenzen haben wir heute behandelt und schließen wir dann ab, inshallah? Die Konsequenzen, die wir heute behandelt haben, die man im Diesseits für die Sünden erlebt, ist erstens: Das Herz wird beschmutzt, ohne Reue wird das Herz so umhüllt, dass man in die Irre geht und die Rechtleitung verliert. Im besten Fall, dass man ein Mubtadi wird, also jemand, der Erneuerungen folgt, im schlimmsten Fall sogar Kyjafer wird. Der zweite Punkt ist, die Menschen verlieren den Respekt vor dem Sünder, man verliert seine Ehre und seine Würde. Der dritte Punkt, das Verrichten der guten Taten werden einem verwehrt oder sehr erschwert. Und man verliert den Genuss an diesen Taten. Die, der vierte Punkt ist, eine Sünde führt zur nächsten Sünde. Im schlimmsten Fall wird diese Sünde zu einer Gewohnheit. Der fünfte Punkt ist, die Sünde führt dazu, dass Allah einem die Gaben entzieht. Der sechste Punkt. Die Bittgebete werden nicht angenommen. Der siebte Punkt ist. Ein Leben in Drangsal, Kummer und ständiger Bedrängnis. Und als letzten Punkt hatten wir erwähnt. Im Moment des Todes kann der Satan einen Menschen in die Irre führen. Und im schlimmsten Fall. Stört man als Käfer. Möge Allah subhanahu wa uns zu denjenigen machen. Die bereuen. Möge unsere Zunge sich an das Sprechen von Bittgebeten und Istighfar gewöhnen. Möge unsere Zunge dadurch feucht werden. Möge Allah Subhanahu wa uns zu denjenigen machen, die Allah ständig gedenken. Möge Allah uns jene lieben lassen, die ihn lieben, die sich auf seinem Weg anstrengen. Subhanahu ala <laughs> al رب العالمين